Hi Leute, spontan aus dem winterlichen Paderborn, gefilmt von meinem Sohn mit meinem Handy, weil meine Kamera gerade irgendwie keinen Autofokus akzeptiert, weiß nicht warum. Also, ich habe mich entschieden, beim Gewinnspiel 200 Abonnenten gibt es 3 Gewinner. Da ich aber nicht alle Pimps dreifach habe, würde ich sagen, der erste Gewinner, The Lord of the Meeple, geiler Benutzername, der darf sich komplett frei aussuchen, was er möchte. Und der zweite ist Seetang42, der möchte die Anak-Bücher haben. Vielleicht schreibst du mir nochmal eine zweite Möglichkeit, falls Lord of the Meeple auch schon Anak-Bücher möchte. Dann die dritte Gewinnerin, diesmal eine Frau, Mary1710. Du müsstest mir bitte irgendwie 3 mögliche Gewinne schicken. Und ich hoffe, dass ihr dann alle irgendwie noch irgendwas Passendes bekommt. So, mein Pimp-Video von heute, natürlich dann im Warmen drin, was ich dann für euch gemacht habe. Da geht es um Rajas of the Ganges. Die Startmarker habe ich komplett für euch im Backofen mit Fimo. Seht ihr dann gleich als Experiment mich vorm Backofen. Da ist auch ein bisschen wärmer als hier. Könnt ihr euch angucken. Was ich diese Woche sonst noch gemacht habe, mich über kleine Kartenverpackungen geärgert. Und zwar bestes Beispiel, jeder von euch kennt es wahrscheinlich, Cabo. Eine so kleine Packung, ich sleeve meine Karten, die passen da nicht mehr rein. Was ich jetzt gemacht habe, ist von meinen Sleeves, ich will ja keine Schleichwerbung machen, die Verpackung genommen, die Cabo-Packung auseinandergepackt und jetzt passen ja die ganzen Karten mitsamt den Sleeves hier rein. Also, ne? Zweite Option, was ihr machen könnt, wenn mal so eine Kartenpackung zu klein ist, eine kleine Spielschachtel, also von irgendeinem Spiel, was ihr nicht mehr braucht, könnt ihr, habe ich blau angesprüht und das ist jetzt das Spiel Tuareg. Da habe ich einfach die Verpackung auseinandergenommen und überall hier an den Seiten das draufgeklebt. Und das Coole ist, jetzt passt doch der geile Startmarker, hier dieser Tagi-Krieger, mit in die Packung rein. Ja, und sieht im Spielregal dann halt auch ein bisschen schöner aus als irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das sonst vorher gelagert habe. Irgendwie ein bisschen blöd. Okay, und jetzt gehe ich mich mal wieder ein bisschen aufwärmen. Ciao! Willkommen zu meinem neuesten Pimp-Video. Da ich meinen Keller mal ein bisschen aufgeräumt habe, möchte ich euch mal zeigen, wie ich hier immer so sitze, wenn ich eure Bastel-Pimp-Videos mache. Ihr seht hier meine Lichtkonstruktion. Also meistens habe ich Lichter von 2 Seiten an. Ich habe mir eine Konstruktion gebaut, wo normalerweise die Webcam, die jetzt da auf dem Stativ ist, direkt über mir ist und filmt, was ich hier auf meinem Brettchen hier so mache. Ja, und mein Mikrofon vor mir und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das, woran ich hier bastel, ist eine umgeklappte Tischtennisplatte. Die nutze ich normalerweise, um mit meinem Sohn hier mal eine Runde Tischtennis zu spielen. Aktuell nutze ich sie sehr häufig zum Basteln. Die Breite von dieser Tischtennisplatte ist irgendwie optimal für meine Stativkonstruktion. Auch die Arbeitshöhe ist perfekt, finde ich. Ja, und deswegen, zeige ich euch jetzt mal gleich mein neuestes Projekt, ein bisschen experimentell. Und zwar, wie ich für Rajas of the Ganges den Startmarker, den Elefanten, pimpe. Ich bin jetzt einfach mal faul, habe ein bisschen rangezoomt und zeige euch jetzt, wie ich den Elefanten pimpen würde. Es geht um das Spiel Rajas of the Ganges. Ich habe mir dazu ein Insert schon gebastelt, wo ich mein ganzes Material drin aufbewahre. Und natürlich hatte ich auch den Startmarker da drin. Also ich habe dieses Plastik-Insert rausgerissen, weil, wie ihr ja selber schon geschrieben habt in den Kommentaren, passt dieser noch nicht mal dieser kleine Startmarker-Papp-Elefant zusammengebaut in das vorgegebene Insert. Für mich hatte ich dann mal einen richtig großen Elefanten, den hatte ich einfach auf dem Baumarkt gekauft, in dieser kleinen Spielwarenabteilung und habe den mit Stoff beklebt. Was ich auch ab und zu mache, ist mir Klamotten nähen.
Also für dieses Oberteil hier aus so bordeauxfarbener Spitze habe ich hier mit der übrigen Spitze, die ich hatte, habe ich diesen Elefanten beklebt mit ein bisschen Strass noch. Das Ganze finde ich aber etwas zu hart vom Anfassen her. Dann habe ich gestern ein Experiment gemacht, indem ich mir noch einen neuen Elefanten bestellt habe. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich einfach so 5 Elefanten für euch bestellt und habe da jetzt mal das Experiment gestartet: Fimo, Stoff und Metall und das in Backofen. Ich werde das euch gleich mal live zeigen, indem ich nämlich den nächsten Elefanten mal versuche, so ähnlich wie möglich wie den richtigen Startmarker zu machen. Der ist grün mit Gold ganz viel. Dabei könnt ihr mir gleich mal live zugucken. Und dann zeige ich euch mal, wie ich vor dem Backofen sitze und Angst habe, dass irgendwie der Elefant in Flammen aufgeht oder der Backofen, keine Ahnung, explodiert. Nein, aber ja, das zeige ich euch auch mal, dass ihr heute mal so ein bisschen seht, hinter den Kulissen, was mache ich so, während ich die Pimp-Videos für euch mache. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Kamera umgesteckt. Die ist jetzt also im Stativ hier über mir. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich bis jetzt schon an Startmarkern gemacht habe. Also ihr wisst ja, der übliche Startmarker ist ja der hier aus zusammensteckbarer Pappe. Der ist halt eher so grünlich-gold. Den ersten, den ich so vor einem Jahr mal gemacht habe, habe ich euch ja eben schon erzählt, ist hier aus so ein paar Stoffresten und so ein bisschen Strass und hier so, so Schmuckanhänger, wie hier so kleine Federn und sowas, habe ich diesen hier gemacht. Den habe ich mit Lack überzogen. Der fühlt sich jetzt wirklich sehr hart an. Irgendwie, das klebt auch nicht richtig. Man sieht hier, das löst sich hier schon wieder ab. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ziemlich unzufrieden mit diesem Startmarker. Außerdem, ihr seht schon, der ist wirklich riesengroß und nimmt natürlich in der Schachtel noch mehr Platz ein. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz einmal meine Schachtel. Und zwar ist das hier mein selbstgebautes Insert. Das ist alles rausnehmbar. Extra hier eine Schachtel für die Würfelplättchen, passende Form. Dann hier, ihr kennt das schon mit meinem Filzstreifen, die rausnehmbaren Wegplättchen. Hier die Marker sortiert in kleine Fächer. Die sind auch alle rausnehmbar, sodass ich die auch beim Spielen auf den Tisch tun kann. Hier natürlich die ganzen Würfel. Und hier drunter ist zum Beispiel Platz für hier Erweiterungen, Goodieboxen, keine Ahnung. Die habe ich hier extra unten in so ein Extrafach. Also dann kann ich halt entscheiden, je nachdem mit wem ich das spiele, spiele ich das als Grundspiel oder mit den Erweiterungen. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal, was ich hier schon gepimpt habe. Und zwar pro Farbe habe ich bei den Markern einen Strassstein auf den einen Siegpunktmarker gesetzt. Und auf den anderen habe ich so einen kleinen Metallelefanten draufgeklebt. Also das einzige Nachteil ist, man kann diese jetzt nicht mehr stapeln. Also wenn man mit 4 Leuten zum Beispiel spielt, dann muss man die halt nebeneinander legen. Man kann die nicht aufeinander stapeln, wenn die an der gleichen Stelle stehen oder sich überholen oder so. Genau. So, meine kleinen Säckchen, die sind gekauft. Ich finde die eigentlich immer ganz praktisch in Spielerfarben. Ich habe die in 2 verschiedenen Größen, sodass hier das Spielermaterial einfach zack, zack am Tisch verteilt werden kann. Ja, so viel dazu. Kommen wir jetzt zu diesem Startmarker. Ich habe vor ein paar Tagen das Experiment gemacht, wo ich schon einigen von euch geschrieben habe, dass ich irgendwie ganz gebannt vorm Backofen gesessen habe und gehofft und gebangt habe, dass das gut geht. Das habe ich gemacht, indem ich Fimo ausgerollt hatte mit 2 verschiedenen Farben, mit so ein bisschen marmorierten Effekt. Habe das Ganze hier an den Elefanten angebracht, mit kleinen Metallstücken verziert. Hier, ihr seht das. Dann hatte ich noch irgendwie so eine alte, keine Ahnung, Gardinenbordüre oder was das mal war. Habe ich in der Mitte durchgeschnitten und dann hier außen ins Fimo reingedrückt. Dann hier diese Spitzenteile hier zugeschnitten. Irgendwie, das habe ich nebenbei auf dem Sofa mal gemacht. Ziemlich viel Arbeit. Aber das Ergebnis gefällt mir super gut.
So, und da das eigentlich ganz gut geklappt hat, möchte ich das euch jetzt nochmal mit euch zusammen machen. Und zwar diesmal, ich weiß nicht, einen von denen hier, vielleicht den kleineren, dann kann ich den, wenn ich den zur Verlosung gebe, nimmt der nicht so viel Platz in der Schachtel weg. Also ich sage euch vorneweg, wenn ihr meinen Startmarker gewinnen wollt, müsst ihr euer Insert irgendwie ja, aus eurer Schachtel nehmen. Ansonsten passt dieser Startmarker natürlich nicht mit in das Rajas of the Ganges Spiel. Genau, genauso wenig wie der zusammengebaute Pappmarker. Ich würde sagen, diesmal möchte ich probieren, so gut wie möglich diesen Elefanten hier nachzubilden. Also der hat ja irgendwie grün überall, aber auch so geflecktes Grün. Also da würde ich wahrscheinlich jetzt gleich zwei verschiedene Fimo-Sorten zusammenmischen. Und dieses Gold, ich glaube, das spare ich mir und würde das hinterher mit meinen typischen Farben von Citadel draufmalen auf das gehärtete Fimo. Ich habe zwar hier auch so ein bisschen goldene Schmuckteilchen, aber ich glaube, entweder würde ich auch hier diese Umrandung hier nehmen, die sieht ziemlich cool aus, um die Füße und um das Grüne drum, und den Rest würde ich dann tatsächlich mit goldener Farbe malen. Aber wie ihr wisst, ich plane oft irgendwas und während des Bastelns merke ich dann, oh nee, so geht das nicht. Und naja, was ich euch empfehlen würde, ist immer eine gute Zange zu haben, weil ganz oft haben halt diese Schmuckteilchen irgendwelche Aufhängerösen da dran. Die entweder versteckt man die unter das Fimo oder man klemmt sie halt vorher ab. Genau, ansonsten habe ich mir hier noch für das grüne Exemplar ein paar Klebestrasssteine besorgt. Die würde ich aber wirklich erst hinter dem Backen draufkleben, weil ich habe euch ja schon mal von meinen Erfahrungen erzählt, dass die Dinge auch im Backofen irgendwie so zusammenschmelzen und mir ist das nicht so ganz geheuer. Dann habe ich noch hier irgendwelche Goldschmetterlinge und hier goldene Perlen. Ich weiß nicht, ich lasse mich nachher gleich mal inspirieren und wir gucken mal zusammen, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ihr seht, ich habe euch nochmal mit der Kamera hier oben ein bisschen näher runtergeholt, damit ihr genauer sehen könnt, was ich jetzt mache. Ich habe mir ein bisschen verschiedenfarbige grüne Fimo schon mal hier zusammengeholt. Und währenddessen habe ich schon irgendwie so ein bisschen die Idee bekommen, wie ich das gleich so probieren möchte. Einige wichtigen Hinweise möchte ich euch unbedingt noch geben. Diese Blades hier, ne? Also ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich mich da öfter mal mit schneide. Und ihr seht, ich habe mich damit schon wieder geschnitten. Also wenn man da so auch von oben drauf drückt, also selbst die Oberseite ist wirklich, wirklich scharf. Also diese Gummidinger sind nicht umsonst und ach, ich bin dann manchmal so ein bisschen nachlässig und bin gerade so begeistert und mache und schwupp, habe ich mich wieder geschnitten. Und das ist halt besonders ärgerlich, wenn man mit Fimo arbeitet, wenn es halt blutet. Selbst mit Pflaster drum kann man eigentlich nicht mehr so wirklich arbeiten. Also passt bitte ein bisschen besser auf als ich. Okay, also zuerst würde ich jetzt einfach genau diese grüne Fimo, so wie ich sie jetzt hingelegt habe, ein bisschen zusammenkneten. Also das Wichtigste ist, dass ihr das irgendwie einfach irgendwie zusammenrollt. Das ist eigentlich wirklich egal, wie ihr diese Anordnung hattet. Rollt das in den Händen einfach ein bisschen aus. Auch wenn das jetzt bricht, ist nicht schlimm. Dann stopfen wir das jetzt wieder hier so zusammen und rollen es wieder. Also je dünner ihr das immer ausrollt und dann erst wieder zusammen macht, ihr könnt das auch zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen drehen. Ihr seht schon, das sieht schon ganz cool aus. Dann nochmal so ineinander winden. Das Schöne daran ist, es muss nicht gleichmäßig werden. So, und jetzt versuche ich das gleich mal ein bisschen dicker auszurollen, weil dann zeige ich euch nämlich nochmal diesen Trick, den ich euch, ich glaube, war es bei Bonfire oder Flügelschlag, ich weiß nicht mehr genau, wie ich euch diesen Effekt gezeigt habe. Hier, Vorsicht mit dem Blade. Genau, und das habe ich nämlich eben gemacht. Dann habe ich hier halt so gedrückt. Und vielleicht sollte ich das jetzt mal ein bisschen anders machen, dass ich hier so drücke. Und zwar habe ich einfach diese Schlange, die ich jetzt hier habe, in der Mitte zerteilt. Und ihr seht, mega. So, und das mache ich jetzt ein paar Mal mehr und versuche so ein bisschen dünne Streifen zu schneiden. Die positioniere ich dann nämlich nebeneinander und rolle es dann aus. Also bitte nicht
zu schmal ausrollen, weil ansonsten ja, müsst ihr zu viel nebeneinander schichten. Das macht einfach zu viel Arbeit. Genau. Und jetzt rollt ihr das, ja, das sollte vielleicht runter. Und jetzt rollt ihr das einfach ein bisschen platt. Da es sich bei dem Elefanten ja um praktisch ein Tuch handelt oder ein Stoff, der da um diesen Elefanten rum ist, möchte ich das deswegen, damit es authentischer aussieht, auch richtig schön dünn ausrollen. Also ihr seht, das sieht richtig cool aus. Ihr merkt, dass ich angestrengt spreche. Das liegt daran, dass das wirklich anstrengend ist. Geht auch gut in die Bauchmuskeln. Kleines Sportprogramm zusätzlich. So. Ja, das finde ich toll. So, dann mein heißgeliebter Cutter. Würde ich jetzt schon mal, also ich brauche ja mindestens nur die Hälfte. Die andere Hälfte kann ich ja mir schon mal weglegen. Vorsichtig von eurem Mies hier runternehmen. So, und dann habe ich das bei dem hier so gemacht, dass ich es ja so angehalten habe. Also hier können wir schon mal eh mal hinten das so ein bisschen platt drücken, weil das Geschnittene sieht natürlich nicht so toll aus. So, auf den Elefanten. So, und hinten darf das ja auch ruhig ein bisschen runter. Das soll ja wie so eine Art Decke sein. Würde ich jetzt hier so ein bisschen grob um das Ohr rumschneiden. Das muss nicht super gleichmäßig sein. So, das bewahre ich mir auf jeden Fall auf, wer weiß. So, und dann habe ich das ja so ein bisschen um die Ohren rumgedrückt. Dazu habe ich mein kleines beliebtes Werkzeug hier genommen, mein Maniküre-Set hier. Und hinten an den Ohren so runtergedrückt, dran gedrückt. So, und hier vorne muss ich nochmal gucken, ob mir das jetzt so gefällt. Vielleicht nochmal so ein bisschen in Form drücken. Kann man echt nichts falsch machen. Ja, hier sieht das auch schon cool aus. Ich finde sogar so eine Falte gar nicht mal so schlecht. Das ist irgendwie so wie so eine Art Stofffalte. Gar nicht mehr so übel. Hier ist es leider jetzt ein bisschen gerissen. Ich muss mal gucken, ob ich das kitte. Da ist es irgendwie sowieso mir ein bisschen zu lang. Vielleicht können wir das hier schon mal ein bisschen kürzen. So. Und das natürlich wieder so ein bisschen rund drücken, damit das eben wie so ein Stoff aussieht. So, mal gucken, ob ich jetzt hier auch so eine Falte hinkriege. Das ist ja schon irgendwie noch ein bisschen authentischer, ne? Das ist irgendwie ganz cool. Jetzt würde ich, ja, so mit diesem hier hatte ich natürlich durch die Stofffalten das jetzt so irgendwie so ein bisschen erledigt. Ich kann ja mal probieren, wie das aussieht. Aber ich glaube, obwohl, ist nicht so schlecht. Ich probiere das mal. Das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht so gut nachmachen, weil ihr wahrscheinlich solche komischen Gardinenbordüren nicht zu Hause rumliegen habt. Aber ihr könnt auch egal irgendwas nehmen, was ihr so in irgendwelchen Kisten habt und euch irgendwie inspiriert. So, den Rest, den schneide ich gleich drunter weg. Also wichtig ist, wenn ihr mit mehreren Materialien arbeitet, dass ihr diese zweite Materialie, ihr seht das, wirklich gut in die Fimo drückt. Cool. Ja, schick. Was meint ihr, soll ich hier vorne da auch mit rumgehen? Ich hätte ja noch ein Stückchen übrig. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, dieses komische Bordierenzeug hier, das sieht echt gut aus. Ja, ich finde es gut. Und ich glaube, dass ich das einfach hinterher mit Gold anmale. Also diese Bordüre drumherum. Dass das vielleicht mit dieser goldenen Bemalung, die ich ja noch vorhabe, so ein bisschen übereinstimmt. Weiß ich, die Stofffalten sehen jetzt irgendwie nicht mehr so cool aus, ne? Ich glaube, dass ich die einfach ein bisschen wegdrücke noch. Ich glaube, das mit den Stofffalten war nicht so praktikabel. Und dazu könnt ihr einfach
damit das wieder glatter aussieht, einfach mit dem Finger das wieder glatt streichen. So, ich würde sagen, schneide ich jetzt hier nochmal ein bisschen am Kopf ein bisschen von diesem Grün weg. Na, weil wenn es gleich im Backofen ist, danach ist es halt ein bisschen schwerer wegzubekommen. Ja, ich überlege gerade irgendwas mit den Füßen, ob ich damit noch was mache, ob ich da auch einfach hiermit da drum gehe. Also ich finde, das sieht halt schon cool aus. Ich hatte ja hier noch so ein bisschen grüne Fimo übrig, was ich eben weggeschnitten habe. Die können wir zum Beispiel gut dafür verwenden. Und zwar einfach rollt ihr euch so ein kleines Stück hier aus und macht das schon mal so ums Fußgelenk rum. Da können wir hinterher auch was abschneiden, wenn ja das zu viel ist. Aber ich glaube, diesmal finde ich es, ich mache es glaube ich jetzt extra mal ein bisschen breiter, damit das unter dieser Bordüre noch so ein bisschen grün rausguckt. Ich glaube, das könnte auch ganz cool sein. Ich würde sagen, vielleicht einmal anprobieren, wie viel man braucht und schon vorher abschneiden. Und dann würde ich euch empfehlen, dieses, wenn das so zusammengeht, oh, es ist noch ein bisschen zu lang, irgendwie in der Mitte von dem Elefanten zu machen, dass das nicht so auffällig ist. Ist immer noch zu lang. Ist ja ärgerlich. Ich habe jetzt auch dummerweise nicht meine schärfste Schere hier. Ja, gefällt mir sehr gut. So, und dann würde ich jetzt gleich mal mit euch zusammen ja, die Live-Schaltung sozusagen von Backofen machen. Also würde ich sagen, ich bereite mal die Kamera in meiner Küche vor, ich mache den Backofen schon mal an und zeige euch gleich, ja, wie der kleine Elefant hoffentlich den Backofen überlebt. Und ich auch. So, ihr Lieben. Ihr befindet euch jetzt mit mir in der Küche und jetzt seht ihr, ja, wie ich normalerweise vor diesem Backofen sitze. Also ich habe mir immer hier ein Kissen bereitgelegt. Was ich immer schon bereit habe, ist Topflappen und ein Untersetzer, wenn wir das Ding gleich wieder rausholen oder beziehungsweise retten müssen. Da hinter mir befindet sich auch ein kleiner Feuerlöscher. Eingestellt habe ich die Temperatur auf Umluft. Und so knapp 100 Grad. Also normalerweise muss man ja Fimo mit 110 Grad backen. Bei dem traue ich mich das allerdings nicht. Also ja, wir versuchen das jetzt mal. Also, ich habe hier so ein Gitterrost nur drauf. Und packe den Elefanten hier so schön hin. So, und ich denke, man kann ihn auch in der Kamera sehen. So, und dann werde ich den jetzt mit Argusaugen sozusagen hier ja, beobachten und beten, dass es gut geht und alles heile bleibt, dass Plastik nicht schmilzt oder sonst irgendwas passiert. So seht ihr das jetzt. Ja, also 5 bis 10 Minuten maximal würde ich jetzt das Experiment hier drin lassen. Und dann hoffen, dass danach der Elefant noch heile ist. So, bis jetzt alles gut. Ich glaube, es reicht mir jetzt. Es sind jetzt ungefähr 6 Minuten, 7 Minuten um. Der kleine Elefant hat sich nicht bewegt. Auch das Plastik vom Rüssel, alles gleich geblieben. Ich schalte den Backofen jetzt aus. Und dann würde ich einfach empfehlen, den Backofen einfach eine Weile offen zu lassen. Also ich weiß ja nicht, dieses Plastik, das dünstet ja wahrscheinlich auch aus und ich habe auch keine Lust, dass unsere Familienpizza da heute Abend irgendwie, ach, keine Ahnung, welche komischen, ja, Plastikdünstungen abbekommt. So. Ich zeige euch den mal. Ja. Ah, jetzt ist er umgefallen. Egal. Er ist auf jeden Fall heil geblieben. Ich würde ihn jetzt auch bloß nicht anfassen. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen auf den kalten Fliesen hier ja, ein bisschen abkühlen, den Backofen abkühlen und dann mache ich ihn auch erst wieder zu. So, Experiment geglückt. War mal interessant
euch dabei mitzunehmen. Also, vielleicht gefällt es euch, schreibt es mir in die Kommentare. So, der kleine, süße, grüne Elefant ist jetzt abgekühlt. Die habe ich ja übrigens, wie gesagt, von eBay Kleinanzeigen gekauft. Und ich werde auf jeden Fall hier die Stoßzähne, die sind schon nicht mehr so schön, irgendwie so ein bisschen ja, abgespielt, abgewetzt. Die werde ich auf jeden Fall gleich nochmal mit Weiß übermalen. Aber das mache ich ganz zum Schluss. Ich habe mich jetzt entschieden, erstmal mit den Strasssteinen anzufangen. Natürlich, Achtung, ne, Sekundenkleber hält zwar super auf Fimo, aber eben auch ganz toll an euren Händen. Also bitte gut aufpassen. Ich habe mir schon mal hier ein paar Strasssteine in Gold und Grün hier hingelegt. Die wird man wahrscheinlich kaum sehen können, so klein sind die. Das war auch ziemlich fummelig hier mit der Pinzette hier rum und dann wenden und mal sehen, wie ich damit so klarkomme. Ich habe mir so überlegt, zuerst möchte ich hier so über diesen Rücken vielleicht hier mit diesen größeren hier arbeiten. Und dann mal sehen, ich lasse mich einfach so inspirieren während des Klebens. Mal gucken, was das so gibt. Also ich glaube, ich würde empfehlen, das nicht an den Strassstein, sondern eher hier an den Elefanten zu machen. Und dann mit einer Pinzette, also ich würde sagen, fangen wir vielleicht mal mit Gold an. Diese doofen Dinger kleben. Das Doofe ist, die haben so eine Klebeschicht drunter und so richtig abgehen tut das nicht. So, der erste ist schon mal dran. Ja, ich würde jetzt hier so in Abständen die Dinger hier hinkleben. Na, kommst du wohl. Sei artig. So. Ja, das ist schon mal cool. Der ist schon mal sehr geschmückt. Vielleicht da eine Reihe Schmetterlinge hin. Natürlich auf der anderen Seite auch gleich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Schmetterlinge da hinkriege. Die kriege ich irgendwie gar nicht zu packen. Die sind ganz flach. Sind halt irgendwie von so einem Nagel, für Nageldesign normalerweise gedacht. Ja, das machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Also vier Stück. Kann ich euch auch nur empfehlen, einfach mit so diesen Abschminktüchern kann man auch ruhig sowas mal sauber machen, wenn da Sekundenkleber dran ist oder so. Ja, und jetzt einfach hier lang einmal mit so Strasssteinen wäre cool. Ich habe ja extra diese ganzen kleinen hier noch von dem Bogen runtergenommen. Fest. Ah, egal. Sieht auf jeden Fall schick aus. So, die andere Seite mache ich ohne euch. So. Ah, das sieht schon echt schick aus, ne? Ich werde jetzt mal eben die Stoßzähne weiß nachmalen. Ich fange nicht mal mit dem hier an, weil der trocknet dann am schnellsten. Dann kann ich bei dem gleich weitermachen. Also ich benutze da hier dieses Car White. Das muss man wirklich gut schütteln. Ansonsten ist das so ein bisschen klumpig. So, Stoßzähne sind weiß. Auch hier bei dem roten. Und unser grüner, unser neuer. Ja, schon ein bisschen edler jetzt aus. So, jetzt würde ich mit Gold arbeiten. Natürlich auch das Gold. Bitte gut schütteln. So, dann schauen wir doch mal. Also, ich würde wie gesagt sagen, ja, vielleicht lasse ich das hier so und ziehe einfach nur eine Linie drum. Ich weiß auch nicht. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal hier ein bisschen diese Bordüre hier Gold zu schattieren. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Menge Arbeit. Oh, hier muss ich auch nochmal nachkleben. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall, nachdem das Gold getrocknet ist, nochmal mit Sekundenkleber ran. Das hat sich hier ein bisschen vom Fimo gelöst, die Bordüre. Fertig ist der grüne Elefant.
Ich lasse ihn jetzt ein bisschen trocknen und würde dann nochmal einmal mit Klarlack drüber gehen. Also, wenn ihr einen von diesen beiden gewinnen möchtet, dann würde ich sagen, Hashtag rot oder Hashtag grün. Viel Erfolg bei der Verlosung und viel Spaß dann beim Spielen.